So, liebe Clash of Clans Freunde, und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans. Papa, du wunderst wahrscheinlich, was ist das denn hier für ein Account? Warum ist der denn Ratschlevel 6 auf einmal und der ist doch in Bayern ein 3 Scheißer und so weiter, Leute. Vielleicht, die meisten Leute wissen das ja auch schon, die in meinem Clan sind, aber die es nicht wissen, Leute. Ich besitze einen dritten Account, dann habe ich mir vor etwas längerer Zeit erstellt, weil ich irgendwann so. Keine Ahnung, mir war halt langweilig. Habe ich ihn erstellt, dachte, ja gut, keine Ahnung, was machst du jetzt? Habe ich diesen Account erstellt und habe einfach angefangen, da zu spielen. Ja, und dann kam ich halt auf die Idee, den Account so ein bisschen zu machen. Keine Mauern, keine Verteidigung, gar nichts. Das ist so lustig dann. Leider muss man ja am Anfang, wenn man anfängt, kennt das wahrscheinlich alle, wenn man dann die ganzen Sachen bauen muss, kommt dann einfach diese Kobold. Hallo, bau bitte die Sachen und da muss man die Kanone bauen, leider. Sonst habe ich aber gar keine Verteidigung. Und das ist echt lustig. Also ich habe da einfach Bock drauf, weil auch keine Mauern gebaut. Naja. Wenn ihr seht, dafür ist keine Mauern und nichts, bin ich eigentlich voll gut. Ich bin raus Level 6 schon geworden mit dem Account. Obwohl ich nie so richtig Loot kriege. Obwohl, ich bin mit dem Account mega inaktiv. Immer wenn ich online komme, Leute, sind die Minus am Rappel voll. Hier, warte. Ich zeige mal das Verteidigungslog von dem Account. Guck mal hier, wie viel Loot die mir gestohlen haben. 260, 250, 270, 250, 200. Oh, das ist krass, Leute. Das ist übel krass. Das ist lustig. Ich teile mal hier so eine kleine Wiederholung. Zack. Ja, das ist einfach krass, weil dieser Account hat einfach eine Kanone. Man kriegt hier mal Mega-Loot, weil ich relativ inaktiv auf dem Account bin. Aber Leute, jetzt kommen erstmal, was wir denn heute vorhaben. Ich dachte mir, komm, Heiko, du machst nochmal auf dem Account hier was, weil der Account ist ja eigentlich auch ganz lustig. Ihr kennt ihn, glaube ich, ja noch gar nicht. Und dann dachte ich, ja gut, wir machen auf dem Account mal was. Ja. Und wir schauen hier, was kann ich hier machen? Hier habe ich gerade kein Elixier, das können wir einfach farmen. Leute, ich habe extra noch Truppen ausgebildet, hier können wir kurz auf die Gesamtübersicht schauen. Claremont ist leider nicht ganz voll, aber dafür haben wir, ja. Ohne den Bogenschütze, deswegen gehen wir jetzt auch mal auf Angreifen. Deaktivieren unser Schild. Schild deaktivieren ist immer eine dumme Sache eigentlich bei dem Account. Aber ist auch egal. Und hier gehen wir jetzt am Angreifen. Ach, man kriegt ja gar nicht so viel Loot, ey. Das ist ja voll ungewöhnlich wieder. Ja, ich dachte mir heute, wie gesagt, einfach mal so eine Folge machen mit einem schlechten Account, einfach mal mit so einem, ja, mit einfach so einem, was soll ich dazu sagen, mit einfach so einem Scheiß-Account. So, schauen wir mal. Also da frage ich mich, warum finde ich denn sowas? Ich habe 135 Bogenschützen, den kriege ich easy down, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich in einer niedrigen Liga bin, die ja kaum auch hochkommen wegen meinem Account. Ja. Gegner suchen. Ey, das sind so schlechte Leute. Ganz ehrlich, ich komme mir so vor, ob ich ein Rathaus 2er bin. Und gerade meine gerade mit der Mission da fertig bin, jetzt das erste Mal in meinem Leben angreife. Ich habe den Account schon mega lange. Das ist immer so, wenn ich mit dem Account suche. Das ist mega komisch. Man kommt nach so schlechte Gegner so. Sowas, man. Ich will mir jemand mit 60.000, mit 100.000. Ist das übertrieben? Ja, das 100.000 habe ich schon bei dem Account hier mega loot. Obwohl es geht. Nein, nein, nein. Ich kenne Rathaus 6er. Ich kenne Rathaus 6er, warte, gutes Beispiel, gerade hier im Clan unterwegs auch. Rathaus 6er, der liebe Demetrox, grüße an dich, wenn du zuschaust. Demetrox, hier, Profil besuchen. Ihr seht, ist ein Rathaus 6er? Scheiße. Ist er ein Rathaus 6er, oder? Rathaus 6er, er macht zwar gerade hoch, aber Leute, er hat die Mauern einfach schon. Level 6, das ist übrigens stark. Warum kann ich nicht bauen? Aber ja, hier, warte, Mist, das ist jetzt ein bisschen doof. Elixierlager. Ihr seht, rappelvoll. Und dann hier das Goldlager. Ja, Heiko, das klappt ja sehr gut hier. Goldlager. Oh, der hat sein Gold ausgegeben, schade. Zumindest hat er gerade voll alles voll. Und ich habe auch schon mal jemanden gefunden, der so viel hat. Ihr wisst es bestimmt auch selber von euch. Es gibt so viele hier mit 60.000. So, da möchte ich mal finden, weil das ist jetzt auch nicht. Weil das selten ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das falsch sage. Ich finde hier welche mit 600 Elixier und 600 Gold, ey. Das ist doch nicht deren Ernst. Ich hab 135 Bogenschützen. So eine Base. Die Base zerlege ich locker 100%. Das ist einfach viel zu einfach, Mann. Ich habe Heilzauber dabei, was Wort. Ich gehe nach Hause, mache Vergeltung, weil Vergeltung sind ja meistens dann die schlechteren Leute am Start. Vergeltung. Außerdem haben wir mega viel gestohlen, da kann ich aber etwas zurückholen. Hoffe ich zumindest, zack. Der ist sogar schon Barbarking, der hätte ich mich gern gerichtet bei dem. Ne, geht nicht. Oh, da keine
Bei Warner 5 hätte ich mich auch gern gerecht, bei dem natürlich hätte ich mich nicht gern gerecht. Obwohl, der geht sogar. Da kenne ich auch ein paar Pokale nach oben. Den können wir machen, wir zur Not. Wir gehen jetzt auch nicht unbedingt auf Loot, Leute. Wir wollen ja mal angreifen. Jetzt noch eine Vergeltung geht. Da ist noch jemand. Ja, gut. Der hat manchmal erwünschten Loot, aber ist ein bisschen starker Gegner. Zack. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Scheinen alle nicht mehr zu gehen. Ja, mit einer Queen, wie geil. Mit 2 Riesen, 50 Stück Barber King. Kobold auch noch dabei, der hat auch noch hier irgendeinen Müll. Ihr seht alle, wie viel die mir gestohlen haben. Oh, der hat mir sogar wenig gestohlen, der hat mir wieder viel gestohlen. Die haben nicht alle 200.000 gestohlen. Der ist perfekt. Der ist perfekt, wenn wir keinen. Ne, der ist zu stark. Der ist eigentlich zu stark, weil ich glaube, der macht mit einem Schuss alle meine Bogies down. Das ist zu stark. Alter, ich scrolle richtig schnell, weil ich dachte, wir sind schon am Ende. Aber hier kommt noch ordentlich was. Wir kriegen das jetzt schnell durch, Leute. War nicht schnell, wir machen, lassen wir ziemlich langsam. So, zack, zack. Auch nichts. Hey, wie weit geht das denn hier runter? Hier, Ende. Okay, da haben wir nichts mehr. Aber wir hatten hier oben einen mit Kobolden, wo wir uns rächen konnten. Hier war der. Nein, Heiko hat wieder nicht gemerkt, wo der war. Wo war der denn? Der hat irgendwas mit Kobold, ich glaube, das war der hier. Nein, das war der aus 8er. Scheiße, ich bin noch viel zu tief, Heiko, viel zu tief. Hier irgendwo. Jetzt komm, jetzt lass mich noch nicht lange suchen, dann scheiße ich sie einfach gleich mal aus. Der war das. Perfekt. Ich würde fast sagen, dass wir den machen, der ist sogar noch stärker. Und hat weniger Loot. Was soll's, Leute? Alles klar, der hat einfach mal Riesen in der Scheiß-Klamburg. Oh nein, oh nein. Wir kriegen den mit, ich habe keine Ahnung, wie gut diese Bogenschützen sind. Dann, scheiße. Ich würde sagen, 30, ach, ich meine, wir gehen auf 25, gehen wir runter. Schaffen wir locker, ja, müssen wir das schaffen dann. So, die Riesen kriegen die jetzt down. Ja, das schaffen die, oder? Ja, komm, das schaffen die locker doch. Ja, gönnt euch, gönnt euch. So, dann machen wir, nehmen wir hier den Mogiton kurz mit. Mit der Ladung. Den Magierturm nehmen wir auch kurz mit. Heilzauber drauf. Magierturm. What? Double Heilzauber. Nein, 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 nein. Ich habe Double Heilzauber gemacht. Alles klar, ich habe Double Heilzauber. Eiskalt. Schild setzen. Ja, nice. Nice, der Minenwerfer macht ihn mit 2 Schüssen endgültig down. Ach du Scheiße. Ich meine, Truppen fliegen weg. Jetzt ist der Riese auch endlich down erst. Jetzt meine ich zumindest. Ach super, der Heiko tut es aber mit dem Balkon gut, aber nein, er fehlt einfach eiskalt. Okay, jetzt nehme ich noch die Außen, die Lager mit hier. Eine Doppelreihe. Die können wir aber noch ein bisschen mehr gönnen. Ich gehe jetzt hier noch auf das Rathaus, Leute, auf der Seite. Okay, das müssen wir jetzt noch. Da müssen wir noch easy 2 Sterne holen. Leider nicht meine Mine in der Mitte. Das war aber auch ein bisschen dumm gelaufen mit dem Double-Heilzauber, weil da hätte ich mir auch sparen können. Hätte hier noch was reißen können. So wäre es dann keine 100%. War aber eigentlich ganz gut der Angriff. Bis auf die Heilzauber. Da kann man mir nicht sagen, dass der schlechte Angriff war. Also noch ziemlich viel geholt. Also hätte ich in der Klammer irgendeinen Drache. Ja gut, das wäre klar gewesen. Das wäre klar gewesen. Aber meine ich. Naja, hätte ich etwas des Angriffs jetzt geschafft. Ja, ist schon klar, kann man immer sagen. Aber ich weiß, Leute, ich weiß. Okay, sind down, jetzt gönne ich hier noch ein bisschen Elixier. Sind jetzt aber auch endgültig am Ende, wenn der Minion noch einmal draufhaut. Okay, Rats haben wir sogar nicht mehr bekommen, hätte ich sogar noch erwartet. Aber ist egal, war ja nur ein kleiner Spaßangriff von mit dem Account. Um noch ein bisschen zu gucken, wie gut der Account denn so ist. Wir sind befördert worden, sind jetzt wieder in der Liga in Kristall 3, Leute. Ihr seht, wie tief ich bin. Das ist echt hart. Ja, Leute, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, was. Kannst du mich besuchen? Ja, wir nehmen, besuchen ihn mal kurz, ganz kurz. Er hat wieder die Base drin, die ich letztens in der Folge zeigen wollte. Das ist die Heiko-LP-Base. Finde ich ziemlich nice, die Base hier. Er hat die sogar gespeichert, weil er hat die jetzt wieder drin. H-H-E-I-K-O. Heiko-LP. LP finde ich sogar ziemlich gut gemacht hier. Finde ich, ich meine nicht so gar oder so Müll. Ich meine, das hat er ziemlich gut gemacht.
Kompliment und das ist eine nice Base. Dankeschön. Habe ich dir gezeigt. Kannst du auch wieder umbauen. Das ist dann okay. Jetzt dieses Wort hier. Ja. Kann ich besuchen. Perfekt. So, wir haben eine Wiederholung, die gesendet worden ist in den Chat. Habe ich die gesagt? Das war meine Wiederholung. Nein, nein, nein. Oh, die sollten wir jetzt auch mal anschauen. Habe ich irgendwie mal Bock drauf. Mal Bock drauf, eine Wiederholung auf mein Dorf anzuschauen, Leute. Wir kümmern uns trotzdem ein bisschen um den Account. In der Hauptteil der Folge und zeigen so ein bisschen den Account, was der Account so macht und was der Account so bringt und wie viel der immer Loot verliert. Ah, jetzt gönnt er sich schon Loot. Das ist ziemlich unspektakulär. Ihr seht es, Leute, hier. Ich stirb noch nicht mal ein Riese, die Kanone ist down, der Riese ist noch im grünen Bereich und die machen alles platt. Das ist ziemlich hart, meine Minusamt sind rappelvoll. Wir könnten jetzt noch was upgraden mit euch, Leute. Live upgraden in der Folge, das ist ja richtig spannend. So, die Bauwerte sind alle, ich wollte eigentlich mal meinen Rathaus waschen. Aber ich kann das hier nicht waschen, weil das Problem ist, Leute. Hier fehlt jetzt, so viel Gold kriege ich selten. Ja. Und Bauarbeiter kriege ich auch nicht alle beschäftigt, weil ich habe mich im Shop die ganze Verteidigung. Normalerweise baut man die Verteidigung, dann kann man die noch maxen. Und ich habe jetzt schon alles max, weil ich halt, ja, weil ich ja keine Verteidigung habe. Ist ja logisch die Aussage und ist ja eigentlich logisch. Wir können hier das, aber wir haben einfach nicht genug Loot, das ist das Problem. Deswegen machen wir einfach gar nichts. Ich zeige noch ganz kurz den Base-Angriff und dann beenden wir auch die Folge und schauen noch ganz kurz, nee, danach schauen wir noch ganz kurz auf den Clan-Krieg. Hier hat sich hier ein bisschen Loot gegönnt, der Mr. Kui B-Boy. Ja, geht, warum schreibt ihr geht, das ist voll okay. Wir machen Loot über vierfache Geschwindigkeit, ey, Mr. Kui B-Boy, wenn du zuschaust, war ja gestern der Folge, vorgestern der Folge auch schon so, da ist einfach, es ist nicht so interessant für die Zuschauer, so eine Loot-Folge, so ein Loot-Angriff, ich zeige euch trotzdem kurz. Ein bisschen interessant ist das schon, aber es ist halt nicht so interessant, was normal anderer Angriff ist, das ist halt schon klar. Verstehst du bestimmt, oh, King hat sogar vergessen zu zünden, aber dann ist vorbei. Ja, verstehst du bestimmt, weil es halt mit Go Wipe Angriff ist halt spannender als so einer. Klarkrieg haben wir uns einen neuen Gegner gerade eben gefunden, ganz gerade eben, Diaro. Kriegslog, wir haben hier ein paar Mal verloren. Zweimal jetzt haben wir hier gerade eben nochmal gewonnen. Also, und da haben wir hier, da einen Stern, hier Nunu 3 geholt, das war richtig starke Leistung. Leute, meine Angriffe. 94% als Nummer 7, die Nummer 6, ein Rathaus 9er, Leute. Hier habe ich 94% geholt. Noch ein Rathaus 9er, 95% als Nummer 7, die Nummer 7. Beide meiner Rathaus 9er angegriffen, einmal 95, einmal 94%. Ich teile für die Rathaus 9er Dörfer, einmal ich das hier angegriffen. War eigentlich nicht gut, da 95%, sondern das war eigentlich ziemlich schlecht. Den zweiten Angriff habe ich auf diese Base gemacht, die ist auch übelst der Abfuck, die habe ich 94% geholt. Weil die jetzt so gebaut ist, Leute. Für die Leute, die es nicht verstehen, wenn man hier Golems setzt, laufen die Golems ziemlich sicher außenrum, die Magier außenrum, alles außenrum, am Ende bleibt dann. So war es auch bei dem Angriff, der das vorher angegriffen hat, weil das Dorf war zum Angriffen, weil das hat gefailt. Da bleiben halt am Ende die Magiertürme und die X-Bögen hier in der Mitte stehen, weil das ist halt eine Anti 2-Sterne-Base, genau. Weil da kriegst du halt außen 50% locker, aber halt nicht innen die Sterne da. Das ist eine ziemlich nice Base eigentlich, könnte ich auch noch was vielleicht bauen. Leute, wir sind am Ende der Folge, Leute. Heiko, ich mach hier wieder schnell reden. Leute, das ist am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, drückt mal den Daumen oben. Schreibt mal in die Kommentare, genau. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch öfter mit dem, mal öfter mit dem dritten Account sehen wollt oder wenn ihr den ersten Account sehen wollt. Ja. Erster Account, all die lieber den dritten Account sehen wollen, schreibt es in die Kommentare und liken das Video. Und wenn ich sehe, es hat viele Likes oder es hat viele Kommentare, wie auch immer, dann werden wir öfter mal dritten Account spielen. Ja. Das war's für heute, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch den Daumen nach oben drücken. Mach's gut. Ciao.